Willkommen im neuen Video! Wir sind schon im nächsten Ort und zwar heißt dieser Ninbin. Bekannt ist er dafür und zwar für diese Felsen hier im Hintergrund und die Reisfelder, die auch zu sehen sind. Der Ort heißt im Grunde genommen Halongbucht, die Trockene. Und ganz einfach aus dem Grund, da hier ziemlich viele Reisfelder sind und nicht so viel Wasser. Denn die Halongbucht, wisst ihr ja alle, liegt im Meer. Das hier ist auf dem Land. Man lernt ja immer mal wieder was Neues dazu, ne? Ja, auf jeden Fall, wir sind gerade noch mit dem Roller unterwegs, schauen uns hier so ein bisschen die Gegend an und wollen dann auch noch mit dem Boot fahren. Von Trang An aus. Ja, mal gucken, wie das wird. Soll so um die 250.000 Dong pro Person kosten. Wir berichten aber dann mehr. Bis dahin. Erstmal herzlich willkommen! Ja, auch wenn das hier die trockene Halongbucht sein soll, kann man hier ganz super Bootsausflüge machen durch die Kalksteinfelsen auf den kleinen Flüsschen und Seen durch. Das ist hier jetzt der Bootsanleger bei uns im Ort, in Tham Koc. Wir fahren aber noch ein Stück weiter und machen das dann in Dang An oder so, weil es von da aus noch ein bisschen schöner sein soll. Wir sind wieder zurück, wollten ja gestern noch eigentlich eine Bootstour unternehmen. Die ist dann aber wortwörtlich ins Wasser gefallen, weil wir auf dem Weg sozusagen von Regen überrascht wurden und uns dann unterstellen mussten. Und von der Höhle aus konnten wir dann noch richtig geil sehen, wie die Leute, die von der Bootstour zurückkamen, richtig ordentlich nass geworden sind, weil die meisten natürlich keinen Regenschirm mitgenommen haben. Heute sieht das Wetter schon ein bisschen besser aus, deswegen versuchen wir es heute nochmal. Wir sind jetzt gerade noch mal im letzten Vorbereitungstreffen sozusagen, kaufen uns gleich die Tickets, ist jetzt 2:30, soll ganz hoffentlich ein bisschen leerer sein, weil die ganzen Tagestouren jetzt weg sind. Wir sind auch nicht in Tham Koc bei uns im Ort, sondern wir sind jetzt nach Trang An gefahren. Die Strecke soll ein bisschen schöner noch sein. Ja, wir kaufen uns gleich die Tickets und dann seht ihr ja selbst, wie geil das hier ist. Wir sind jetzt am ersten Tempel hier angekommen, von insgesamt 3 Stück. Wir haben uns für die Route Nummer 3 entschieden, das ist so die kürzeste, soll aber für Fotografen eigentlich so die schönste Route sein. Es geht trotzdem 3 Stunden, aber man hat halt länger Zeit, um ein bisschen was zu sehen. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber da hinten im Tempel wird erstmal schön ein kühles Blondes geopfert. Nämlich ein Saigon-Bier und das ist hier gar nicht mal so einfach zu bekommen. Ja, das ist sogar teurer als die anderen, also echt wertvolle Opfergabe. Ruhig, ja. Ja, also ich glaube, ich gehe schon wieder in die nächste Höhle rein. Oder gegen die Wand. Also da vorne geht es auf jeden Fall nicht weiter. Also falls wir uns nicht mehr melden sollten. Denkt an die Höhenrettung Thailands.
So, also wir sind jetzt bei Tempel Nummer 2 angekommen. Sieht ein bisschen spektakulärer aus als der erste Tempel. Auf jeden Fall, der Eingang sieht echt beeindruckend aus. Wir haben vorher auch schon zwei Höhlen uns angeguckt, wobei die erste Höhle wirklich interessanter war. Da waren wirklich diese Tropfsteinfelsen und wir mussten uns mega duken. Bei der zweiten Höhle, die sah einfach so aus, als wäre sie extra für die Touristen in den Stein reingemeißelt worden. Ja, und die erste Höhle war mega lang. Also ich glaube, wir waren bestimmt 20 Minuten da drin. Ja. So, dass man schon ein bisschen beklemmendes Gefühl hatte. Und nichts für große Leute, weil selbst Niki musste ihren Kopf einziehen, ja, und die, als wir durchgefahren sind. Ja, und die das Boot gepaddelt hat, die hat halt die ganze Zeit immer duken, 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 duken gerollt. Ja. Wenn man das selbst auch manchmal gar nicht so gesehen hat. Es wurden halt nur so ein paar Lämpchen in der Höhle selbst angebaut. Ansonsten war es halt stockfinster. Und wir haben ein paar Fledermäuse sogar gesehen. Mhm. Also Tollwutimpfung ist schon angebracht. Ja, aber ansonsten wollen wir euch jetzt noch mal ein bisschen den Tempel zeigen. Denn so bisher sieht er doch recht vielversprechend aus. Deswegen werden wir uns dann gleich wieder vom Wasser. Uns jetzt wahrscheinlich schon dem Ende der Tour. Irgendwie, ja. Also ich weiß nicht so ganz, ob wir alle Tempel so gesehen haben, die man eigentlich sieht. Also ich weiß nicht, ob das die falsche Tour war dann oder keine Ahnung. Also ich hatte irgendwie noch einen anderen Tempel erwartet. Aber naja, gut. Ist dann halt so. Lohnt es sich, das Geld auszugeben? Ja, auf jeden Fall. Also es ist schon relativ teuer dafür, 10 Euro pro Person. Ja, also sie haben die Preise jetzt auch nochmal erhöht in den letzten 2-3 Monaten. Also wir hatten halt gesehen, dass es so 200.000 Dong kostet und jetzt mussten wir pro Person 250.000 bezahlen. Also wer weiß, ob sie es nicht demnächst schon wieder erhöhen. Aber ich finde, für 3 Stunden jetzt per Hand hier durchzupaddeln, ist das schon echt ein okayer Preis. Ja. Wir werden jetzt demnächst dann uns wieder auf den Roller schwingen. Wahrscheinlich heute dann nicht mehr den Tempel machen. Wir gucken gleich einmal mal, wie spät es ist. Entweder wir melden uns direkt vom Tempel zurück oder einmal aus der Unterkunft. Das werdet ihr dann gleich sehen. Ansonsten machen wir morgen den Tempel. Aussichtspunkt. Ja, den Tempel und Aussichtspunkt, das ist ja. Ja. Und dann melden wir uns einfach. Von wo auch immer. Leute, es ist Tag 3 in Nien Bien, oder besser gesagt Tamkok. Wir sind in unserer Unterkunft. Wir haben ja gestern einmal kurz gesagt, dass wir sie euch zeigen wollen. So spektakulär ist sie eigentlich gar nicht. Wir haben jetzt hier das Familienzimmer. Haben aber zwei Riesenbetten dafür. Auf dem einen können wir schön unsere Sachen lagern und in Ruhe mal packen. Hinten rechts ist noch das Badezimmer, ist halt so eine Nasszelle, nichts Besonderes, aber ganz typisch hier für die Asien, also asiatischen Länder besser gesagt. Da haben wir hier noch so eine kleine Sitzgelegenheit, aber das Wichtigste, wir wollen euch jetzt nochmal draußen zeigen. Kommt einfach mal mit. Wir haben einfach mitten diesen Blick auf diesen Art Nationalpark hier, wo wir gestern auch schon mit den Booten dazwischen durchgeschippert sind. Heute wollen wir noch zu einer Art Tempel
ist nicht so eine richtige Pagode, und zu einem Aussichtspunkt, dass wir uns das Ganze auch nochmal von oben angucken können. Deswegen, wir melden uns einfach von dort wieder. Ciao! Leute, wir sind angekommen und zwar beim Tempel, den wir eigentlich gestern sehen wollten. Und ja, es ist doch ziemlich beeindruckend. Als erstes geht man so über so eine Brücke rüber und dann einfach, guckt man selbst, durch so ein richtig geiles Tor. Ja, auf jeden Fall haben wir gedacht, dass es die halt schon gestern bei dieser Bootstour, dass der Tempel dabei ist. Aber so könnten wir es wenigstens jetzt heute nochmal machen. Und Parken hat auch nur 10.000 Dong gekostet, also gar nicht mal so viel. Wir blenden unten direkt nochmal ein, wie viel das ungefähr so in Euro sind. Eintritt haben wir jetzt nichts bezahlt. Noch nicht, wahrscheinlich kommen die gleich um die Ecke direkt. Ja. Nein. Mal gucken. Ich konnte vorne Räucherstäbchen kaufen. Und hier sind auch viele Vietnamesen oder Einheimische, die dann hierher kommen, um, glaube ich, so zu beten. Und so auch ein paar Touristen, die sich das angucken. Ja. Aber echt süß. Also die Brücke vorne ist richtig süß. Und wenn man hier reinkommt, ist es total still und man ist wieder mitten in den Felsen drin. Also super cool. Genau. Also der Besuch mit dem Roller kommt man hier aber auch nur hin oder mit dem Fahrrad. Lohnt sich auf jeden Fall. Bisher sieht es ganz cool aus. Und deswegen zeigen wir euch jetzt einfach nochmal ein paar Aufnahmen. Der Tempel ist noch viel größer, als wir gedacht hatten. Von unten hat man da so eine Höhle gesehen und dann führte hinter dem Tempel so eine kleine Treppe nach oben und wir sind jetzt fast ganz oben. Hier ist jetzt auch so ein geiler Tempel und da hinten geht es anscheinend in so eine Höhle hinter dem Tempel und da gehen wir jetzt mal rein. So, also wir sind jetzt wieder runtergekommen von den ganzen steilen Treppen. War ziemlich schweißtreibend, weil wir heute natürlich auch gutes Wetter haben und es dementsprechend ein bisschen wärmer ist. Aber hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also die Aussicht war nicht ganz so spektakulär, aber wir sind eigentlich wirklich ohne irgendwelche Erwartungen hierher gefahren. Wollten eigentlich nur das geile Bild mit der Brücke machen und sind dann noch hier rein. Und dann kommt man hier rein und ist so ein kleiner Innenhof mit so einem kleinen süßen Tempel. Das sieht ganz cool aus. Und dann sieht man an der Seite, das ist so eine kleine Treppe. Und dann geht man da hoch. Und dann sieht man, da geht es noch ein Stück weiter. Also es ist immer so ein kleiner, versteckter Gang. Man sieht ihn gar nicht auf dem ersten Anhieb. Auch die Schilder, die hinweisen sollen, wo es nach oben geht, sind so ein bisschen verblichen. Deswegen also schon abenteuerlich. Bisschen. Zum Schluss kommen so ein paar Touren uns entgegen. Also es wird wohl auch irgendwie jetzt immer touristischer, aber eigentlich auf dem Aufstieg war kaum was los. Und man hätte sogar ganz oben wahrscheinlich noch so einen Berg hochklettern können, hätte dann einen richtig geilen Aussichtspunkt gehabt. Das wäre möglich gewesen, da war nur so ein Riesenschild Do Not Climb und es waren auch so ein paar mehr Leute da, deswegen wollten wir es jetzt nicht riskieren. Das sah auch nicht ganz ungefährlich aus, aber hätte man machen können. Der Tempel ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Wir machen uns jetzt aber auch auf dem Weg weiter zum nächsten Ort, den wir uns angucken wollen. Auch wenn es jetzt gerade erst mal 20 nach 3 ist. Das Licht ist hier so schon ein bisschen, als wenn die Sonne untergeht. Also es wird hier immer relativ früh dunkel und vor allem ist auch diese Sonnenuntergangsstimmung schon relativ früh. Kann man geile Bilder machen, aber bevor es jetzt ganz dunkel wird gleich oder beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen zuzieht, machen wir uns jetzt nochmal auf den Weg. Also bis gleich. Leute! Wir haben es geschafft. Wir sind beim Hang Mua. Wir blenden es unten nochmal ein, wie das genau geschrieben wird. Wir wissen auch nicht genau, ob es richtig ausgesprochen ist. Die haben jetzt unser Motorbike gerade abgestellt für 10.000 Dong Parkgebühr. Und jetzt wollen wir den Berg doch mal erklimmen, damit wir eine schöne Aussicht genießen können. Ja,
ob sich das Ganze lohnt, berichten wir gleich. Jetzt ist auf jeden Fall so ungefähr 16 Uhr. Um 18 Uhr soll die Sonne untergehen. Deswegen haben wir, glaube ich, einen ganz, ganz angenehmen Aufstieg und haben noch ein bisschen mehr Zeit. So ungefähr 20 Minuten dauert es hoch. Aber und das Eintritt kostet es hier noch, ne? Ach ja, genau, Eintritt. 100.000, glaube ich, pro Person. Mal gucken, wenn sie es nicht auch schon wieder erhöht haben. Ja, das müssen wir gleich mal gucken. Aber das zeigen wir euch. So, wie man sehen kann, wir haben es bis ganz nach oben geschafft. Um ehrlich zu sein, es gibt zwei Spitzen. Die eine ist nicht ganz so hoch und hat auch nicht so eine geile Aussicht, weil die eher so zur Stadt hin zeigt. Die war aber auch voll mit Asiaten. Und die Stufen waren auch mega schwer zu erklimmen. Ja, aber genau. Der zweite Aufstieg ist eigentlich viel spektakulärer. Oben erwartet uns gleich noch so eine Art Drachen und so ein kleiner Tempel. So eine Pagode mehr oder weniger, ja. Ja. Mit so einem Dach, ganz süß. Aber man hat echt einen geilen Ausblick und wir haben Glück mit dem Wetter, dass es jetzt nicht so diesig ist und dass man geil sehen kann. Also genießen wir jetzt auch die Aussicht. Genau. So, Leute, wir machen uns jetzt auf den Abstieg wieder, auf dem Weg nach unten, bevor es jetzt ganz dunkel wird. Wie hat es dir gefallen? Eigentlich war der Tag heute ziemlich spektakulär. Wir haben ziemlich viel gesehen noch, obwohl wir gar nicht damit gerechnet haben, dass wir doch noch so viel von den Bienen sehen. Und auch hier der Aufstieg hat sich wirklich noch gelohnt. Man hätte es sogar noch ein bisschen früher machen können. Jo. Aber die Aussicht hier war auch echt cool. Ein bisschen voll. Ja, genau. Also das muss man auf jeden Fall sagen. Zu viele Leute hier. Es waren sehr viele Leute da. Ja, man hatte echt kaum Ruhe, um richtig geil Bilder machen zu können. Überall stehen Leute rum und drängen sich an dir vorbei. Das ist ein bisschen schade. Ja. Aber dafür voll okay. Also vielleicht, wenn man es morgens macht, dass es dann nicht ganz so voll ist. Das auf jeden Fall so vielleicht eine Empfehlung. Aber ansonsten ist es echt ganz cool. Man hat einen schönen Blick von oben auf die umliegenden Berge, die hier so, die wir gestern im Grunde genommen von unten gesehen haben. Ja, was eigentlich so die Gegend hier ausmacht, ne? Ja. Ja. Diese Kalksteinfelsen. Ja. Genau. Und ansonsten würden wir uns jetzt damit schon verabschieden aus Nimbin, weil für uns geht es morgen weiter. Und zwar von der trockenen Halongbucht in die richtige Halongbucht. Und zwar auf die Insel Kappa. Wieder auf die Insel, genau. Ja, wir hoffen, wir haben gutes Wetter. Aber das seht ihr dann im nächsten Video. Bis dahin, genau. Tschüss. Tschüss.